Servus zu einer neuen Aufnahme Drachensang am Fluss der Zeit. Wir sind immer noch mit dem DLC unterwegs und haben aktuell die Aufgabe, hier Monolithen zu zerstören, die uns ein paar Skelette entgegenschleudern. Und dazu sind wir jetzt mal ein bisschen auf dem Weg und schauen nach, wie wir das hinkriegen. Also, uns fehlt erstmal hier noch ein Begleiter. Hilfreiche Tatze. Und dann schauen wir nach, wo das Ganze weitergeht und wie das Ganze weitergeht. Okay. Fängt direkt wieder gut an. Hm? Ja? Danach jagst du bitte den hier drauf. Den hier drauf und den hier drauf. Was? Hm? Einmal. Zweimal. Armer Trott! Sterne. Na? Was? Bei Angros Bart! Ja, schlag rein. Ei. Ja. Komm, komm! Komm schon! Was? Hoho! Hm? Angriff! Stern. Ja? Ja, komm. Ich find. Ja. Hol mir Nektus. Ja. Was? Schön, schön, schön. Kein Abzweig, sondern bleibt hier auf der Seite. Wo? Ja? Uff.
Ja. Ja? Bei Angriffswart! Ja. Ei? Folgt mir. Ja? Was? Blitz dich, Finn! Hol mir Nexus! Ja? Ja. Noch ein paar Knochen. Feenwald. Wir nehmen erstmal den linken Abzweig, wenn es geht. Dort lang. Ja. Komm. Hoho. Na? Angriff! Ja.
Was? Bei dir aus. Haha! Was? Bei Angrosbart! Ja! Ei? Balsam Salabunde. Hat nicht funktioniert. Das hat funktioniert. Ja? Los! Ja? Was? Ja. 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 Ei. Was? Ja. Was? Aber sagt beim Essen auch oben. Was? Angriff! Uah! Ja?
Hm? Ja! Blitz dich, Finn! Ich glaube, wir haben den letzten Monolithen zerstört. Also mehr Erzeugung habe ich auch nicht gefunden. Ja? Aber du darfst dich ja immer wieder um Kano kümmern, das heißt, die Rüstung ist noch mies. Beziehungsweise ich müsste, glaube ich, mal die Waffe nach oben schrauben oder eine andere Waffe nehmen. Das ist okay, das ist okay. Ja. Schlachtfeld. Nicht nur mit dem Magier. Ei. Ganz vergessen. Wenn ich sehen muss, soll ich es mitnehmen. Wieso laufe ich so mies? Darüber. Ei. Fast richtig gelaufen. So. Haben wir dich? Da muss man Knauf noch besorgen. Ich weiß, ihr werdet es kaum glauben. Ich habe den Riss finden und versiegeln können. Ja, Gott sei Dank. Und ich habe alle Steingebilde gefunden und dann zurück im Bronzreich geschickt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir nun auch die letzten Überreste meines experimentellen Fehlschlags in seine Schranken zurückweisen konnten. Nehmt zum Dank diese Stiefel als Belohnung. Ab dann hoffen wir, dass eure Experimente in Zukunft glimpflich ablaufen. Oh, wer kommt denn da? Meister, ich konnte ihn nicht aufhalten, Er wollte unbedingt mit euch sprechen. So, was führt denn einen Diener Borons in meine bescheidene Behausung? Bitte sprecht. Als ob ihr das nicht ganz genau wüsstet, Meister Bruckbart. Ihr seid ein Unruhestifter, eine Gefahr für die Region. Und ihr bedient euch Methoden, die Boronweihe mit Füßen treten. Ihr braucht euch nicht beleidigt lassen, Magister. Auch nicht von einem geweihten Borons. Wahre Worte, hört ihm gut zu, Magister. Auf welche Seite möchten wir uns stellen? Was auch immer. Fest steht, ich habe meinen Dienst an der Wissenschaft stets im Geiste der Hesinde verrichtet. Bei den Zwölfen gibt es eben auch Gegensätze, Ehrwürdiger. Das sehe ich anders, Magister.
Ist es nicht auch Gebot der Hesinde, gefährliches Wissen nicht zu verwenden? Oder wie steht es mit den Auswirkungen eures Tuns? Habt ihr daran auch nur einen einzigen Gedanken verschwendet? Das würde mich allerdings auch interessieren, Magister. War euch nicht bewusst, was hätte alles missglücken können? Welche Richtung gehen wir? Hau mal eins auf den Bohrenquaiten wieder drauf. Nun ja, ich, da habt ihr nicht ganz Unrecht. Mein Verdacht beschränkte sich allzu früh auf den Magister. Doch darüber soll Boron mein Richter sein. Ich möchte einfach nur keine unbedachten magischen Experimente mehr. Nicht nötig, das von mir zu fordern. Das Buch, das als Grundlage für meine Arbeit diente, ist bei dem ersten Vorfall mit der Domäne des Feuers abhanden gekommen. Ihr dürft also triumphieren. Meine Forschungen werde ich aber dennoch fortsetzen. Vielleicht eine Fügung der Götter, mein Lieber. Ich will gar nicht wissen, woher dieses Buch stammte. Nun gut, ich will kein weiteres Aufhebens davon machen. Ein Anliegen jedoch bleibt. Bitte, geht in Zukunft mit mehr Bedacht vor. Ja, das war nicht schlecht. Das werde ich. Doch muss ich ergründen, was es mit diesen Monolithen auf sich hat. Etwas hat von der anderen Seite nach einem Weg in die dritte Sphäre gesucht. Ohne mein Zutun. Ich werde den Stand der Sterne noch einmal prüfen. Auf bald, Ehrwürdiger. Oh, kommt ihr meinen Rat zu suchen? Ich sagte doch das. Habt ihr sonst noch etwas oder kann ich weiterarbeiten? Nein, danke. Aber die Schuhe können nur von ihr getragen werden. Geschnürte Stiefel. Machen die. Okay. Ich voll. Ich zurückbringe das hier. Wir müssen eh zurück, um den Knauf herzustellen. Ja. So, das ist eh gleich weg. Den Rest muss ich leider Gottes einkaufen, was ich brauche. Und das wird wahrscheinlich der Koscherstahl sein. Achso, erstmal schauen, was brauche ich nochmal alles. Knauf. Habe ich alles mit auf dem Koscherstahl. Geil. Was? Wie schaut's aus mit Landgang, Kapitän? Genau. Aber sicher. Herr Ardo hat mit harter Münze dafür gezahlt, dass die Talaria seiner Quest zur ständigen Verfügung steht. Gehen wir nochmal durch. Feuerspunkt Triff, Schnitzmesser, nein, Fackel. Brauche ich nicht so häufig. Knochen weg, Zunderschwamm weg, Kiefer weg. Das weg, das weg, das weg. Giftzahnfellfetzen, Steineiche, Dämonengreifer, Harpchenfeder, Holzleim, Beileder, geschnürte Stiefel. Gut, dann haben wir hier Anzahl ist okay.
So, einmal koscher Stahl brauchen wir. Was? Ich mach das. Ingrim zum Gruße. Ingrim Angrosch zum Gruße. Ich habe gehört, ihr habt. Ist ein bisschen teuer. Ein bisschen koscher Stahl. Jetzt können wir wieder zurück zu den Elfen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre es. Das war schon so, als ich heute Morgen gekommen bin. Alle, die ihr wollt, was kann ich für euch tun? Wo Abfahrt, wieder zurück zu den Elfen. Wie kann ich dir helfen? Ja, bitte? Also wenn ich Alu brauche, nehme ich mit, ansonsten lasse ich den hier. Knauf haben wir gemacht. Ich grüße dich. Bleib doch eine Weile und lausch. Nein. Falsch, ich muss erstmal nach oben. Da war die. Dann muss ich wieder runter zur Richtung Feen. Und da die Pfeiltanz. Da haben wir einen Funkenweber. Ich habe hier den Knauf, den du wolltest. Oh. Brauchst du etwas? Oh, sehr interessant. Ruft mich, wenn ihr beginnen möchtet. Ich frage mich, warum die zwergische Hand... Ich erzähle gerne über meine Arbeit. Sie haben viel mehr Erfahrung als die Menschen und kennen sich gut mit Metallen aus. Das stimmt. Aber sie formen ihre Waffen nicht mit Magie, sondern durch pure Gewalt. Sie zwingen das Eisen in die gewünschte Form. Ihr auch. Allerdings, wir machen dazu das Ganze mit Hammer, ihr mit Magie, wo drauf klopft. So, die Hammer fertig. Dann nehmen wir das nächste höhere. Da müssen wir jetzt einmal zählen. Was wieder was gefordert ist. Ich möchte zunächst sicherstellen, dass ob dieses Holz, welches wir zum Bau der Waffe verwenden wollen, wirklich kennen zu diesem Zweck soll ich vorsichtig durch den Feenwald, aus dem er stammt, bewegen und versuchen, seine Melodie aufzunehmen. Bei meiner Rückkehr soll ich der Elfe sagen können, wie viele Rehe und Hirsche dort leben. Okay. Als Zwerg.
ein Reh. Scheiß drauf. Ewig in diesem Wald verweilen, so schön ist es hier. Die Melodie dieses Ortes. Ich glaube, ich weiß, was Kallen Lea gemeint hat. Hörst du es auch? Eorla. Bedauere, teuerste. Das Getrampel des Kurzen hier übertönt einfach alles. In einem Wald herumzuschleichen und Tiere zu zählen. Was soll das mit der Kunst des Waffenbaus zu tun haben? Den Elfen sollte man mal was auf dem Amboss vorspielen. Hör doch auf zu schimpfen, Frau. 1-1. Und versuch einmal, dich auf etwas Fremdes einzulassen. Zwei, eins. Zählt es auch mit? Muss ich gleich nochmal nachschauen. Also ich habe jetzt gerade hier hinten gehabt. Ein Hirsch. Ja, ne? Ja, ich hab die vertrieben. Ein Hirsch, zwei Rehe. Reh, Hirsch, Reh. 4, 2. Ich möchte ja deine Führungsqualitäten nicht anzweifeln,
Aber darf man erfahren, warum wir im Wasser herumlaufen? Weil wir es können. Auf dem Segel. Was? Guck mal, den nehme ich nochmal mit. Ist nachgewachsen. Ich mach das schon. Schade, hat nicht funktioniert. Sanya Bar, Fremder. Ich habe die Rehe und Hirsche im Wald gezählt. Hast du das? Wie viele Lairja und Laerka sind es? 9. 4 und 5 sind 9. Du hast sie alle gesehen und den Klang gehört, den ihre Hufe auf dem Waldboden erzeugen. Trägst du nun das Lied des Feenwaldes in dir? Soweit ich es beurteilen kann, ja. Ich habe einfach nur die Tiere gezählt. Wie kann dein Volk bestehen, wenn ihr alle so taub durch die Welt irrt? Nun, ich werde dich beim Bau deiner Waffen unterstützen. Mögest du mit ihnen den Nebel, der deine Sinne umgibt, durchdringen können. Oftmals. Ja, einmal die Wahrheit gesagt. Ich spüre, dass Kalenlea und Ilkoron gewillt sind, uns zu helfen. Wollen wir sie nun rufen, um mit der Formung deiner Waffen zu beginnen? Lasst uns anfangen. Magie und Gesang werden helfen, die Form zu ergründen. Um mit uns in Harmonie zu wirken, musst du deine Sinne öffnen, indem du mit uns singst. Ich bitte euch zum Bündnis, zu einen eure Kräfte in diesen Waffen. Diyun, Idao, Salamandra. Also für euch da draußen, jetzt wird's wild. Der Bund ist geschlossen. Fei Isania, Sala Ia Damandra, Maya Tarmandra. Fei Isania, La Sala Biwanda Sanirai. Eorla Risca Agra, Akayamandra, Iyama Bian Ayayara. Risca Agra. Es ist jetzt gemein. Madao Aigia. Nutradao Iona Taraka Tarfiyama Feira. Also Feira habe ich noch verstanden. Dahoa Inu Iona Takra. Takra Feira. Feira. Eorla, es ist vollbracht. Diese Waffen sind lebendig und werden mit dir wachsen. So wirst du stets daran erinnert, dass wo immer du Zerza bringst, du auch mit Nodra den Ausgleich schaffen musst. Danke euch für diese Meisterwerke der Handwerkskunst. Nur du vermagst es, sie zur Vollendung zu bringen. Doch ich kann dir sagen, was du dafür tun musst. Ich grüße dich. Bleib doch eine Weile und lausche. Handel... Ja, ich kann es mir nicht leisten, ich weiß es selbst. So, was haben wir denn bekommen? Anleitung vollendete Seelenmesser. Seelenbogen Yama. Seelenmesser. Seelenspeer. Vollendete Seelenmesser. Schauen wir mal nach, was es kann. Rezept. Bogenbau. Vollendeter Seelenbogen. Was habe ich jetzt bekommen? Den Seelenbogen Iyama.
Verbessert, also ich brauche erstmal den hier. Ich brauche einen Heiltrank-Check, Alraune-Check. Kann ich einen verbesserten Seelenbogen draus machen. 1W6 plus 4 standardmäßig. 2W6 plus 3 TP. Großer Heiltrank, den muss ich mir noch herholen irgendwo. Und die Eingebung habe ich bereits. Die Frage ist, wie das Ganze mit Seelenmesser, Seelenspeer. Da kämpfe ich mit denen überhaupt nicht. Seelenmesser, was kannst du hier? Das ist Schmieden. Verbessertes Seelenmesser. Ausdauer und Alraune. Vollendetes Seelenmesser, Eingebung. Frage ist, wo kriege ich großer Zaubertrank? Okay. Seelenspeer, ich brauche x-mal die Eingebung. Wo kriegt man die her? Man kann sie nicht kaufen, man kann sie danach versuchen, doch meist findet man sie an Ordnern oder in Momenten, wo man sie am wenigsten erwartet. Die wunderbare Eingebung, die einem plötzlich klar macht, wie ein Werk zu vollenden gebracht werden kann. Sie ist vielleicht der kostbare Schatz überhaupt. Okay, die Eingebung habe ich bereits einmal erhalten. Ich kann damit einen einzigen Gegenstand verbessern. Ich benutze keine Speere bei mir. Das heißt, Speer fällt weg. Seelenmesser, 1W6 plus 6 TP. Eine Attacke, einen Schadenspunkt und 1W6 Schadenspunkte nur für Elfen. Perfekt. Fällt als Auflass. Es wird der Bogenbau hinauslaufen bei mir. Vollendeter Seelenbogen. 2W6 plus 3 TP. Ei? Sie hat aktuell Feieres Langbogen. Das war 1W plus 2. Allein der hier schafft 1W plus 1 nach ein. Okay. Kriegen wir hin? Kriegen wir alles hin. Aber das ist eine Aufgabe, die mache ich nebenbei. Den wenigstens einmal nach oben zu ziehen. Auf den verbesserten. Moment. Bogenbau verendet, brauche ich Talentwert 14. Was? Ich brauche einen großen Heiltrank. Den muss ich mir besorgen. Ja, Raune ist klar und der Seelenbogen ist auch klar. Ist okay. Einbären. Gut. Wo gehen wir hin? Nee. Talaria. So. Dass es wenigstens besser wird. Ach, Entschuldigung. Was kann ich für euch tun? Wo soll es... Nee. Wir schauen mal ganz kurz, wo die Alraune steckt. Badekräuter, Wurzelkraut, Ulmund, Kohle. Ja, die beiden anderen kann man hochbauen. Aber der Yama-Bogen, das ist der, den es am Ende ankommt.
Alraune Pulver. Die Eingebung hätten wir. Ja. Alraune hätten wir. Und die Eingebung hätten wir. Das heißt, einmal kurz hier hin, du kriegst den Bogen rüber. Ei. Dann Bogenbau. Verbesserter Seelenbogen, check. Heiltrank ist klar, Alraune ist klar, Hammer. Auch den großen Heiltrank. Ja. Heiltrank. Großer Ausdauertrank hätten wir hier. Ja. Ei. Kurz nochmal nachschauen. Das sollte doch eigentlich recht simpel sein. Habt ihr gehört, was riecht das Gequatsch, bevor die praktisch wieder angeheuert hat, Hummelchen? War wohl nur ein Gerücht, was? Das ist alles egal. Okay. Wir fahren. Wir machen ganz kurz nochmal einen Abstecher hoch zur Werkbank. Mit, zwar mit Pfeilriss, dass die den Bogen bauen kann. Allein der ist jetzt schon besser als den sie hat. Und darauf würde ich immer wieder zurückkommen. Dieses Meisterwerk Elfenschwanz ist mit seinen Träger. Nochmal ganz kurz. Dieses Meisterwerk elfischer Handwerkskunst ist mit seinem Träger gewachsen. Der Pfeil schließt kraftvoller von der Sehne und dringt zu tief in sein Ziel. Doch wie eine Pflanze, die Knospe trägt, ist der Bogen noch nicht zur Vollendung herangereift. Kann durch Angreifen, Anleitung erweitert werden. Check, Hammer, eigentlich fehlt nur uns der Heiltrank. Fingerfett, Langkampf und Schadenspunkte plus 1. Permanenter Effekt. Wenn wir den fertig ausbauen. Hammer 2 wie 6 plus 3. Er nimmt einen Schaden, einen Trefferpunkt hier weg und haut ihn nach hier vorne. Das ist auf jeden Fall immer eine Stufe 5 bis höher. Zu Talaria. Wir gehen jetzt nach Hammerberg. Obwohl, wir gehen nicht nach Hammerberg. Dass ihr hier noch nach Herrn... Ach, was kann ich für euch tun? Wo soll es... Wir gehen nochmal nach Nadoret. In der nächsten Folge gehen wir nach Hammerberg. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um, machen noch ein bisschen was. Vielleicht können wir noch was lernen, auch von einzelnen Leuten. Gehen wir nochmal zu den Magiern rein. Zu den Magiern. Wie kann ich dir helfen? Ja, bitte. Was ist? Er hat uns noch nichts zu sagen. Okay. Wir haben außerdem aktuell zu wenig Geld. Das Ganze kriegen wir aber ganz schnell wieder hin.
Eine reiche Stadt darin, ja. Ist richtig schön. Hey, Kuano, wieso triffst du sie nicht? Zack. Schon erledigt. Ach, die habe ich schon ums Geld erleichtert, okay. Bei Efforts Dreizack, du glaubst ja nicht, was für ein Kantel so im Fluss liegt. Neulich hatte ich eine ganze Rüstung im Netz. Ja. Hallo? Ich mach das. Nee. Gut. Aber ich glaube, die beiden habe ich gerade doch schon mal gehabt, oder? Neue Ware allerhöchster Güte. Werft einen Blick auf das beste Rüstzeug der Stadt. Leicht wie eine Feder und doch hart wie Stahl. Nur... Na, wollt ihr die neuen Rüstungen begutachten? Nur vom Feinsten. Dafür... Ja, zeig mal her. Was hast du sonst noch da? Glaubst du den Unsinn, den du da erzählst, eigentlich? Elfenroben, Schulpenstiefel, Amazon ist alles von mir. Sechs, 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 eins, eins, drei, drei, fünf, 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 ja. Vielleicht ist ein Helm besser, ich weiß es nicht. Hier zwei statt drei. Also ich finde hier nichts. Ist okay. Ihr habt Glück. Ja, hab ich. Im Gegensatz zu dir habe ich es nicht nötig, meinen Kunden einen Bären aufzubinden. Ich habe hier verdammt viel Zeug verkauft an ihn. Ganz sicher hier. Rabette. Gespannt, welche Szene durch Kurbel, sie verschießt Kugeln. Ja. Barbie-Streitaxt. Andergast, da habe ich bereits, den ich nicht verkaufe. Zwergenschlägel, zwei Antiwaffen, ein W plus 7. Ja. Ich sehe aktuell nicht, was hier besser ist. Stimmt, hier glaubt ohnehin niemand mehr, so oft wie deine Kundschaft schon belogen hat. Schön, dich zu sehen. Was gibt es? War ein Dorfbewohner bei euch wegen Untoten im Dorf? Ach, das war Gebhard. Er hat oft solche Geschichten auf Lager. Alles Humbug. Ich werfe ihm seine Spinnereien nicht vor. Würde ich so nah an Bruckbarts Turm leben, ginge es mir ähnlich. Aber das ist die Wahrheit. Da waren wirklich Untote im Dorf. Glücklicherweise konnte ich die Angelegenheit aus der Welt schaffen, bevor jemand zu Schaden kam. Gut gemacht. Wie immer. Hier, nimm das als Belohnung. Manchmal hilft's noch mal, mit den ganzen Stadtwachen zu reden. Danke, Hauptmann. Ich habe genug getan, was jeder andere auch getan hätte. Auf bald. Nur getan, was... Was hast du sonst Schön, noch? Dich zu sehen. Was gibt es? Jetzt haben wir alles. Kampfstil. Defensivhammer. Defensiv 3. Wuchthammer. Niederwerfen will ich nicht. Da brauche ich die Finte. Die fehlt mir leider.
Obwohl das eh nicht funktionieren würde. Solche Fechtwaffen, da ist Kuan, ist er der Richtige. Was haben wir? Meisterparade, Fähigkeit kann erlernt werden. Klingenwand, Dolchfechthieb. Meisterparade. Was haben wir sonst noch hier unten? Braucht man nicht, Sperre braucht man nicht. Schildkampf haben wir bereits, Rüstungsgewöhnung. 300 Abenteuerpunkte, ja. Behinderung minus 2. Läuft besser. Damit konnte ich mir aber die Meisterparade gerade schenken. Was? Wie sieht's bei dir aus? Was brauchst du? Wuchtschlag? Was? Diebwaffe? Aber Voraussetzung, gezielter Schusseffekt, das Laden von Armbrust reduziert sich um eine Aktion. Das Problem ist, Lademeister bringt dir nichts. Ausdauer plus 6, Konsti 12. Nehmen wir mit. Rüstungsgewöhnung 1, nehmen wir mit. 2 braucht es noch nicht. Schildkampf hat sie nicht, Armbrust hat sie nicht, Sperry 2, die braucht alles nicht. Fangen wir oben wieder an. Defensiv haste. Buchschlag mit Fechtwaffe bringt nichts. Drei Angriffe, nur der erste kann pariert werden. Klingensturm, Nahkampf. Mit Fechtwaffen. Dazu brauche ich allerdings offensiver Kampfstil 1. Also bräuchte ich doch. Klingen, Sturm. Gezielter Schuss. Lademeister brauche ich nicht. Schildkampf ist okay. Rüstungsgewöhnung 2 ist okay. Ausdauer ist okay. Nehmen wir mit. Das ist okay. Schildkampf 2, Rüstungsgewöhnung. Natürlich nehmen wir die mit. Mir fehlen aktuell Dukaten. Okay. Hiebwaffen 2 und Hiebwaffen. Ich nehme mit. Und die Klingenwand. Nehmen wir auch mit. Muss mir alles nachher runterpacken. Befreiungsschlag, ja. Gut. Mir fehlt Geld, ihr seht's selbst. Aber die neuartigen Waffen werde ich nicht verkaufen. Da fällt mir ein, ich muss nochmal nachschauen, was ich hier brauche. Ich glaube, das war eine Aufgabe von unserem Dieb. Willst du die Gilde betreten? So ist es. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich was, was uns wirklich hilft.
blöden Haarnadeln. Mit denen kannst du immer noch nicht reden. Da ist immer noch die Toilette. 22 Dukaten für Tarnos Schlossfeilen. Ein Dukaten, um Pagol zu schmieden. Zuzüglich 15-mal falscher Steinverbrecher. A1. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Eine Prise schwarzer Pfeffer, ein Löffelchen Schweinefett, zwei Stängel. Ich glaub's immer noch nicht. Rötenschemel. So. Ja, bitte? Handel, Dietrich für ein Dukat, drei Stück. Das ist alles. Permanente Verzierter samt Handschuh. Fallen entschärfen, Fallen stellen und Schlösser knacken jeweils hoch. Okay, aber ist nicht das, was ich will. Sternenhände, Fingerfertigkeit plus 3. Ja, Kuano wäre da vielleicht nicht schlecht drin später. Da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Willkommen zurück. Womit kann ich helfen? Mir fehlt Geld. Mir fehlt wirklich Geld. Okay. Dann wünsche ich euch da draußen einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns nächsten Samstag bei Drakensang. Bis dann. Ciao.